Willkommen zurück, ihr kleinen Schweinchen, zu einer weiteren Folge Gothic 1 Ultimate. Es hat ein bisschen gedauert wieder dazwischen, es kamen andere Projekte dazwischen. Und da das eh hier mehr wie ein Podcast ist und wir Gothic 1 schon oft gesehen haben, habe ich das eher so behandelt, dass das erstmal ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Jetzt aber nehme ich gleich mehrere Folgen auf und dann kommt das auch wieder sehr viel öfter. Wir sind ja auch schon über die Hälfte des Spiels angelangt, oder? Oder bei über der Hälfte. Wir haben den Ork-Friedhof noch offen. Und danach kommt ja schon Fokussuche, ne? Ja, ey, es geht super schnell. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Ork-Friedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ich mach mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Genau. Ich wollte die ganze Zeit schon sagen, ich finde es absolut beeindruckend, wie toll der Efeu hier hinten an der Wand aussieht. Wirklich geil. Geile Texturen. Ring der Holzhaut. Will er mich echt verarschen? Wirklich? Ring der Holzhaut? Sehe ich aus wie ein Holzkopf? Hallo? Naja, gut. Dann gehen wir. Achso, warte mal, Korkalom. Konnten wir ihn nicht noch irgendwie um Erz erleichtern? Was willst du? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Gib mir Erz. Dies soll deine Gier nach Erz zufriedenstellen. Ja, die Gier nach Erz ist in diesem Spiel sehr, sehr groß. Okay, dann gehen wir nochmal pennen. Ich überlege gerade, gehen wir direkt zum Ork-Friedhof? Und ich mache das Spiel bei mir nochmal ein bisschen leiser. Irgendwie ist es ultra laut. Zum Ork-Friedhof. 50 Lernpunkte, echt? The fuck? Nee, wir gehen nochmal zu den anderen Lagern. Hä, bin ich verrückt? Natürlich. Wir decken uns erstmal mit neuen Sachen ein. Davor würde ich nur mal gerne in der Hütte schlafen. Dann können wir schön bei Tageslicht los. Oder wollt ihr... Oder wir können es natürlich auch atmosphärisch im Regen machen. Machen wir es halt im Regen. Okay. So viel dazu. Sieht auch irgendwie unglaublich geil aus. Der Regen hat auch eine neue Textur bekommen. Ach, können wir es mal so genießen. Ich finde, durch den Renderer sieht er sowieso ziemlich gut aus. Mit den ganzen Fackeln. Ja, heutige Themen. Ich habe ein Thema, was die letzten Tage tatsächlich aufkam und wo ich mir teilweise dachte, ja, die Welt ist wahnsinnig geworden. Habt ihr alle den Release von Dragon Age mitbekommen, oder? Was ja so ein bisschen eher Vogue angehaucht ist. Und ja, also ich habe es jetzt gespielt im Stream. Einerseits eine Folge offline und eine andere Folge im Stream, insgesamt so über 3 Stunden, 4 Stunden Spielzeit und konnte mir schon mal einen Einblick gewähren, weil da kriegst du ja schon mal so einen Ersteindruck, okay, wie sind die Kämpfe gestaltet, wie sprechen die Charaktere, wie wirkt sich das allgemein im Spiel aus, ja, jetzt muss ich mich erstmal zurechtfinden hier. Und wie unterhaltsam ist das Ganze? Taugt das denn als Rollenspiel? Und ich dachte mir dann so, ey, ja, würde mich sehr interessieren, weil ich habe Dragon Age immer geliebt. Ah, wir können auch hier lang.
Ja, und da hatte ich die erste Folge offline released und hatte dann als Kommentar drunter geschrieben, ey Leute, da ich als Idee hatte, danach nochmal ein Kritikvideo drüber zu machen, wo ich mich einfach hinsetze und dann nochmal so 20 Minuten über Dragon Age spreche, was ich denn von dem ganzen Unsinn halte, der da getrieben wurde. Sind das Glühwürmchen da hinten? Nee, das sind anscheinend Pollen? Keine Ahnung, okay. Ja, das war meine Idee und deswegen wollte ich mich nicht von außen beeinflussen lassen, auch nicht von den ganzen Kritiken, weil ich finde es durchaus auch sehr, sehr wichtig, dass man selber die Chance hat, seine eigene Meinung zu finden, ohne von außen beeinflusst zu werden. Und klar, du wirst immer automatisch beeinflusst. Es ist unabdingbar, sage ich mal, wenn man zum Beispiel einen Film gucken will. Es ist vom Titel und allem sieht das aus wie ein geiler Horrorfilm. Dann guckt mal jetzt auf der Internet Movie Database im Internet und wo auch sonst. Und schaut sich die Ratings und die Kritiken dazu an und die zerreißen den Film. Das Rating ist eine 4 von 10 Sterne, was wirklich unterirdisch ist. Und es wird eigentlich als Kackfilm betitelt. Dann gehst du mit dieser Einstellung auch an diesen Film. Du hast weniger Bock drauf. Wenn du das allerdings nicht weißt, hast du keine Erwartungshaltung dran. Und so wollte ich an Dragon Age rangehen. Ja, weit gefehlt. Also mir wurden immer wieder sofort Videos von YouTube vorgeschlagen, wo Leute das kritisieren wollten. Ich habe es alles ignoriert. Und hat halt als Satz drunter stehen, jo Leute, haltet euch ein bisschen mit Kritik zurück. Ich habe am Anfang geschrieben, schreibt es den Entwicklern, wenn ihr wollt, unter die Plattform, aber nicht bei mir. Das habe ich dann wieder rausgenommen, weil ich fand, das klang ein bisschen harsch. Und trifft auch nicht den Punkt, den ich erreichen will. Haltet euch zurück, weil ich will unbeeinflusst rangehen. Habt bitte Verständnis. Es ist eine Bitte. Eine respektvolle Bitte von einem kleinen Kanal an die Leute. Da gab es echt Arschgeigen, die haben dann drunter geschrieben, ey, voll peinlich, was du hier schreibst und was weiß ich. Und ich denke mir, ey, ich bitte mit Respekt darum, dass halt sich nur zurückgehalten wird. Es ist wie es ist Wochenende und man sagt dem Nachbarn, ey, ich bin schwer krank im Bett, kannst du vielleicht diesmal nicht bohren, damit ich ein bisschen pennen kann. Der wird sagen, ja, okay, dann mache ich es nächstes Wochenende. Es ist eine Bitte, eine respektvolle Bitte. Und die fahren halt drüber, wollen trotzdem ihre Meinung sagen und wollen gehört werden. Und ich finde, das ist so ein Riesenproblem heutzutage. Jeder will seinen Scheiß irgendwo abladen. Und die Leute, wo es abgeladen wird, das sind die falschen Empfänger, sage ich mal. Die können ja nichts dran machen. Die sind ja nicht die, die das Spiel programmiert haben. Und das hat mich so aufgeregt innerlich, dass ich mir dachte, wie blöd kann man denn eigentlich sein? Warum will man das denn so durchziehen? Und dann ist mir eingefallen, den Leuten ist langweilig. Die haben keine Freundin, die sie beglücken können, weil die meisten sind ja Kerle, die das machen. Frauen kommen nicht auf solche Ideen, die machen andere Sachen. Frauen machen so einen Mist nicht. Männer machen das meist. Die haben immer so einen Arsch offen. Und das sind immer die kleinen Geigenhänse, die bei Mami im Keller sitzen und sich zum 9. Mal den Schleudergang zu irgendeinem Hentai-Anime durchzwingen. Also da denke ich mir dann auch so, ja, Dude, weißt du, du kannst es den Dragon Age Leuten. Wo will ich denn hier eigentlich hin? Ich springe ja die ganze Zeit umher. Ich wollte Waffen kaufen. Wir kommen in die Burg rein, wir kriegen von Skip nichts. Was war meine Idee? Oh, wir sind dran vorbeigelaufen. Ach, sorry, es tut mir gerade leid. Ich war gerade so in meinem Enrage. Ja. Und wir... Nee, Arena machen wir nicht. Ach, es lohnt sich nicht. Arena hat sich nie gelohnt, fand ich in Gothic 1. Gibt dir jetzt nicht so ein Herzteil wie bei Legend of Zelda, wo du mehr Leben hast oder so. Sondern, ja, ein paar Erzbrocken. Ja, und da dachte ich mir dann, warum? Ne? Dieses große Warum und auch die Kommentare. Das war dann, ich habe es dann im Endeffekt rausgefunden, das waren dann wahrscheinlich 2 oder 3 Typen, die ihre Kommentare mit mehreren Accounts hochgeliked haben, weil es ist was sehr, sehr Komisches passiert, woran ich das gesehen habe. Achso, deswegen bin ich auch gerade dran vorbeigelaufen. Hey, raus aus meiner Hütte oder ich ruf die Wachen. Hol doch die Polizei. 1, 2, Polizei. Okay. Hey, du hast da... Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Steh erstmal wieder auf. Erstmal handle ich mit dir. Zeig mir deine Ware. Er hat ein
Boah, der Siegbringer sieht so geil aus. Guckt euch mal unten am Schwertheft diesen Ring an. Und er hat unglaublich viel Herz. Blutfliegenflügel kann man verkaufen. Kann schon sein, aber wen interessiert die Pfeife auch. Okay. Verlass dich auf jemanden. Lass uns lieber was. Warte mal, wo ist denn der? Ach, hier. Ich habe gerade Mauszeiger gesucht. Ich dachte mir, hä, wo ist der hin verschwunden? Gut, jetzt haben wir 196. Und davon ein bisschen Erz möchte ich da schon für haben. So. Weil da haben wir jetzt praktisch das, womit wir uns den Bogen sehr leicht holen können. Ich finde diesen Tauschhandel in Gothic 1 sowieso super entspannt. Ich liebe das. Okay, dann gehen wir durch das Tor wieder raus und dann gehen wir nochmal zu Kavalorn. Und zum neuen Lager, zu Wolf. Wir klappern mal alles ab, bevor wir dann zum Orkfriedhof gehen. Ja, und ich habe es dann dadurch herausgefunden, pass auf. Ich meine, die erste Folge von Dragon Age hat jetzt nicht ultra viele Aufrufe gemacht, wenn man sich mal manche Gothic-Folgen anguckt, die machen dann immer so nach einigen Tagen schon 3.000, 4.000, manche sogar 6.000. Kommt immer drauf an, wie hoch es gerade im Kurs steht, wie es gehypt wird und so, ihr kennt das ja alles. So, und das hatte vielleicht 1.000 Aufrufe. Ist in Ordnung, ist solide. Kann ich mitarbeiten, so. Weiß ich, da feiern es manche und ich kann streamen, so. Und da bin ich glücklich. Und die Like-Zahl hat sich nicht verändert, die Aufrufzahl auch nicht unbedingt. Und da kamen dieselben Kommentare gleich nochmal. Du löscht. Ich habe die Kommentare gelöscht. Weil ich dachte mir, ich mache sowas normalerweise nicht, aber in dem Moment habe ich es gemacht, weil ich erstens dachte, respektlose Scheiße hat hier nichts zu suchen. Und zweitens, das ist das erste Video, was ich zu Dragon Age mache. Wenn neue Leute auf den Kanal kommen und diesen Mist darunter sehen, die sind abgeschreckt. Die haben keinen Bock drauf. Die wollen noch eher positive Kommentare dazu sehen, weil die haben ja auch aufs Video geklickt, um Dragon Age zu sehen. Und dann sind da solche Hans-Pfeifenköpfe und dann wird ihnen das gleich wieder madig gemacht. Ähnlich wie mit dem IMDb-Beispiel. Das möchte ich nicht. Deswegen weg mit diesen Idioten. Direkt am Anfang habe ich es nur gelöscht, dann kamen die wieder, habe ich sie komplett weggeblockt aus dem Kanal. Ne? Ich habe dafür wirklich, für diesen Kindergarten habe ich keine Zeit und kein Verständnis. Und dann dachte ich mir, das muss ich mir nicht antun. Und da kamen diese Kommentare über Nacht, innerhalb von 5 Stunden. Ich war bis 3 Uhr wach, bin um 9 Uhr aufgewacht. Die Kommentare waren wieder da und wieder mit 6 Likes, 8 Likes und sonst was. Und ich dachte mir, das ist ein Arschloch oder zwei. Das könnt ihr mir nicht erzählen, weil die Aufrufzahl hat sich nicht großartig geändert. Da waren vielleicht 30 Aufrufe mehr oder 40. So, ja klar, ne? So, versammeln sich alle wieder unter diesem einen Video, ne? So, und da habe ich sie gleich weggebannt. Da dachte ich mir wirklich, holt euch eine Freundin, geht mir nicht auf den Sack, verdammte Scheiße, wirklich. Und wenn er wirklich, wenn das Gesicht so juckt, dann meldet euch beim Kampfsport an. Zeig mir so langweilig kann einem doch echt nicht sein, bei einem kleinen Kanal so einen Mist zu machen. Ah, oh, Mann, die hätte ich gern mal persönlich kennengelernt, um ihn über den Kopf zu streicheln, wirklich. So, der Wolfsfetzer. Oh, da habe ich direkt Bock. Gut, nehmen wir natürlich noch alle Pfeile der Welt mit. Wir nehmen gleich alle. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen können? Alles nützlich zu einem gewissen Grad. Windfaust ist auch nützlich. Können wir auch noch gebrauchen. Den Ring der Holzhaut können wir gleich verkaufen. Gut. Rohes Fleisch. Das hier weg. Starkbier weg. Die Höllenpilze weg. Unsere eine. Danny hat das Starkbier verkauft. Das Schwein. Das wollten wir doch noch zusammen trinken. Wir haben noch einen Dübel, Leute. Wir haben noch einen Dübel. Wichtiger. Wir haben sogar noch sehr viel Dübel. What the fuck? Okay. Ja, dann müssen wir ihm Erz geben, ne? Hier, das soll deine Gier nach Erz befriedigen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, zu dem Thema, was ich gerade angesprochen habe. Wie gesagt, mich hat es sehr genervt als Content Creator an sich. Ich wollte den Leuten nichts Böses, indem ich Dragon Age spiele, sondern ich wollte es einfach nur spielen, um es zu testen. Ah, naja. Das muss man ja auch noch sehen, ne? Der Typ setzt sich da hin, weil er Spaß dran hat oder Spaß haben möchte, einfach ein Spiel zu spielen. Und, ja.
Ist wie mit Hogwarts Legacy damals. Da gab es auch diese Kontroverse, wo Streamer und Spieler gecancelt wurden, weil sie ein transgenderfeindliches Spiel gespielt haben. Das musst du dir mal geben, diesen Wahnsinn, ne? Du denkst echt, du lebst im Zeitalter der Geisteskranken. Wirklich. Was da für Stricke und Kreise gedreht werden, nur damit jemand dann völlig von der Bildfläche verschwindet. Der hat ja nichts Böses gemacht, der hat ja nur das Spiel installiert und es gespielt. So. Und das ist ja ein normales. Ich meine, heutzutage, viele lieben dieses Spiel. Ich kenne immer noch Leute, die kommen zu mir: Daddy, warum hast du nicht Hogwarts Legacy zu Ende gespielt? Und ich dann: Ja, weil ich es nicht geil fand. Ich fand es nicht toll. Also der Wolfsfetzer, Moment, das wollte ich gerade nochmal gucken, ist schon um einiges besser. Also damit dürfte man die eigentlich ganz gut totkriegen. Jetzt will ich natürlich nochmal meine Geschicklichkeit erhöhen. Bei sämtlichen Lehrern. Weil wir haben 50 Lernpunkte, also die können wir da nicht einfach so stehen lassen. Ich mag das sowieso nicht, ne? Also neues Lager kommt mir echt unfertig vor, weil du hast zwischendrin eigentlich fast gar keine Lehrer, wenn du auf Fernkampf gehst. Wirklich. Du musst immer wieder zurücklaufen. Was jetzt nicht schlimm ist, ne? Läufst du halt durch die Kolonie. Oh, wie schlimm, aber. Trotzdem, es fällt mir gerade auf. Ist mir davor nie aufgefallen. Bei allen anderen Lagern hat es immer so einen Zwischenstopp bei irgendwelchen Leuten, wo du es lernen konntest. So. Nächstes Thema. Ich habe einen englischen Kanal noch eröffnet. Und hat er mal zum Spaß ein Tipps und Tricks Video gemacht, dem ich all mein Wissen wieder genommen habe und die damaligen Tipps und Tricks Videos praktisch zusammengefasst habe zu einem, also die ersten drei, die besten Tipps rausgenommen habe, alle Fehler korrigiert habe, weil man macht natürlich Fehler, ne? In Guides macht man immer zwangsläufig Fehler. Das ist halt so eine Krankheit, ne? Klar, du könntest dich auch wirklich nochmal 10 Stunden länger oder 15 Stunden länger dran setzen und alles nochmal nachtesten und. Aber am besten will nur, damit ein Fehler weniger drin ist. Hey, du hast die Crawler in der Mine ganz schön aufgemischt. Lee ist bestimmt bereit, dich als Söldner aufzunehmen. Sprich doch einfach mal mit ihm. Oh, klar. Pass auf deinen Rücken auf. Kann ich... Machen wir das doch gleich. Da wird man gleich Söldner. Oh, meine Nase ist immer noch zu. Wo war ich denn gerade stehen geblieben? Doktor vergesslich wieder. Ne? Der hat mich gerade... Kennt ihr das, wenn ihr aus dem Satz gerissen werdet und der verschwindet dann unwiederbringlich im Nirvana? Das ist gerade passiert. Mein Gott, wirklich. Aber dafür haben wir eine tolle Information bekommen. Das ist wirklich nicht mein nämlich, dass wir auf unseren Rücken aufpassen sollen. Sehr wichtig. Ah, die Robe, die sieht auch so schön aus. So, okay. Hey, du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Beinbogen? Er hat nur den Eichenbogen, ne? Da hat tatsächlich unser Kollege den besten. Wow. Es gibt hier ja leider keine Geschicklichkeitswaffen, ne? Okay, aber es hat sich nochmal gelohnt aufgrund der Rüstung. Da will ich mal nicht so sein. Wenn du meinst. Gott, ich habe schon wieder gemerkt, ne, ich war ja auf einer Halloween-Feier, erzähle ich euch auch gleich noch. Ich habe mich ja verkleidet, das erste Mal. Wohin? In meinem Leben, zu Halloween. Ich glaube kaum, dass ich da. Was muss ich machen, damit du mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich... Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Das hat man schon mal gehört, oder? In seiner Haut.
Ich will ein Söldner der Magier werden. Bin ich jetzt soweit? Deine Taten für die Bruderschaft in der alten Mine haben gezeigt, dass du einiges drauf hast. Ich wäre bereit, dich in die Reihen der Söldner aufzunehmen. Ich gebe dir eine Chance. Was meinst du? Klar. Ich will Söldner werden. Eine gute Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen. Sag mir eins, warum hast du dich uns angeschlossen und nicht dem alten Lager oder der Bruderschaft? Ich wollte von Anfang an die Freiheit. Wir werden uns unsere Freiheit zurückholen. Willkommen, Söldner. Wie glücklich er war, oder? Hallo. Oh, Auric, bitte, du stehst wirklich so dermaßen geil. Ja, und dann wechsle ich die Position. Hallo. Und er auch. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Mittelschwere? Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Ohne Erz gibt es auch keine Rüstung. Ich halte mich da wieder raus. Oh Mann, nee, dann behalten wir die. Warum er jetzt ein Kettenhemd anhat, weiß ich auch nicht. Ich wäre gern nackt mit dem Schulterpolster rumgelaufen, ich sag's euch. Ich höre gar nicht mehr auf das Gefasel. Was sagt unser Erz? Ah, ja, okay. Nee, wir sparen auf die andere, auf die 1500er, oder? Die Crawler-Plattenrüstung dürften wir auch noch bekommen, wenn wir dann die Mine befreien. Und das müssen wir ja machen. Wir können nur mal kurz zu Laris gehen und mit ihm reden. Wäre wahrscheinlich auch nochmal eine Sache. Oh, meine Nase. Wie viel Tränke? Hör auf! Hör auf zu trinken! Ach so. Nimm deine Griffel weg! Renn heim zu Mutti! Welcher von den Entwicklern kam auf die Idee, wirklich auf den Tisch lootable Items hinzulegen? Bei der, wirklich Gothic, ne? Es ist, habt ihr mal auf Kirmes diesen komischen Greifer da benutzt, wo man sich die Plüschtiere greifen kann? So ungefähr ist die Zielanvisierung von Gothic. Was mache ich jetzt? Spreche ich den Charakter an, den Charakter dahinter, den Charakter 5 Kilometer entfernt oder nehme ich den Gegenstand vor ihm? Den Gegenstand vor ihm genommen. Jetzt werde ich ausgeraubt, getötet, weil ich wieder nicht gespeichert habe. Du lernst nie wieder. Mein Gott, wirklich. Was von deinem Erz? Ja, ich weiß, euch amüsiert das wieder, aber mein Charakter glitscht ja auch gerade wieder durch die ganze Welt. Vor allem, was haben wir da eigentlich für eine fesche Lederhose an? So. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ich will mich verbessern. Alles wird jetzt reingeballert in Geschicklichkeit. Das hat nämlich nicht den Schaden ausgemacht, sondern die Reichweite. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Hey, so nicht, mein Freund. 95 Geschick. Let's go. Geil. Kommt ihr 10? Hä? Warum wird mir mein Erz abgenommen? 263 Erz gegeben. Kommt jetzt gleich noch einer? Habe ich gar nichts mehr. Gut, Gott sei Dank, es ist einfach, ich beschwere mich nicht, ne? Also, wir kommen schnell wieder ans Erz. Deswegen will ich mal jetzt nicht so sein, aber was soll das? Achso, wir können auch nochmal mit Raven reden, ne? Mit Raven mussten wir reden, nicht mit Laris. Oder Laris. Bei welchem Thema war ich denn eben stehen geblieben, als uns hier wieder Don Iltis vorne am Tor angesprochen hat? Okay, warte, ich hatte erst das Dragon Age Thema und dann, was kam? Ah, der englische Kanal, genau. Pass auf, weil meine Idee war, ich habe ein Tipps und Tricks Video gemacht.
Und... Halt! Mein Gott! Du kennst die Regeln. Nur Schürfer und Banditen. Ich bin fucking Söldner. Willst du eigentlich sterben? Willst du mich aufhalten? Nein. Geh nur. Oh, der... Also heute, ne? Das ist wieder nicht gut für den Puls. Wegen der Sektensache. Was gibt's? Die große Beschwörung hat stattgefunden. Nein. Du machst bei dem Schwachsinn mit? Ich bin neugierig, was dabei rauskommt. Ich auch. Sag mir Bescheid, wenn sich die Gurus bis auf die Knochen blamiert haben. Okay. Aber für den Kommentar war es mir das nochmal wert und vor allen Dingen für die 500 Erfahrungspunkte. Kommt da noch einer, der Erz von mir haben will oder was? Wir hauen lieber ganz schnell ab. Weil wie schnell wir vorhin gestorben sind, ne? Da habe ich auch wieder nicht schlecht geguckt. Ja. Also meine Idee war halt bei englischen Kanal nochmal die ganzen polnischen, russischen, englischen Fans abzuholen. Ich sehe zwar immer mal wieder Kanäle, die machen Videos über Gothic im Englischen. Auch über die Immersion und Atmosphäre, wie ich es jetzt gemacht habe. Natürlich ist es schwer, als ganz frisch gegründeter Kanal da an Aufrufe zu kommen. Ne? Das Tipps und Tricks Video hat, glaube ich, trotzdem 2500 schon gemacht. Obwohl es mein erstes Video ist. Aber das neue Video über die Atmosphäre habe ich dann auch nochmal übersetzt auf Englisch und nochmal ein bisschen anders gecuttet, dass besser passt. Und es hatte nach 6 Stunden sage und schreibe 15 Aufrufe, aber schon 10 Likes und 8 Kommentare. Da dachte ich mir auch so, YouTube, bist du eigentlich komplett behind Blue Eyes oder was? Ja. Da, aber das wird dann wachsen, also da braucht man sich keine Gedanken machen, das geht dann nach und nach. Ich weiß nicht, der Algorithmus funktioniert manchmal so weird und komisch und da werden manchmal Sachen promoted, wo du dir denkst, okay. Aber es geht ja nicht nach Mehrwert oder sowas, ne? Sondern einfach nur, was erhöht die Verblödung des Menschen. Besonders auf TikTok. Ja, nee, und wie gesagt, für mich war es auch mal eine geile Übung, einfach auf Englisch zu sprechen und Texte auf Englisch zu bearbeiten. Natürlich nutze ich da auch viel Übersetzer, damit das Englische noch ein bisschen besser ist als das, was ich drauf habe. Aber ist geil, macht Spaß. Und einen englischen Kanal zu haben, so völlig unabhängig von dem ganzen Let's Play und Kram, der sich jetzt nur um, sagen wir mal, hochwertig produzierte Videos dreht, weil Let's Plays sind ja nicht hochwertig produziert, also in einer gewissen Weise schon, aber ihr wisst, was ich meine, wenn man da jetzt 10, 15, 20 Stunden reinsemmelt, ist das nochmal ein anderer Arbeitsaufwand. Und solche Videos meine ich mit hochwertig produziert. Macht schon Spaß, wirklich. Und du gehst ja gleich von Anfang an mit den ganzen Skills, die du während deiner Reise auf YouTube erlernt hast, ran, statt wieder von Null anzufangen. Und das finde ich auch so interessant dran. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Genau, das zu dem. Und dann jetzt noch Halloween, passt auf. Also, haben wir eigentlich keinen Teleport? Nee, kriegen wir ja noch nicht, ne? Man muss ja immer so viel laufen am Anfang. Naja, müssen wir es halt machen. Halloween. Ich habe mich das erste Mal verkleidet. Also, ich habe mich schon mal verkleidet, so ist nicht. Da war ich 9 Jahre alt oder so. Oder 12. Mit 12 war es, glaube ich, auch nochmal, da sind wir um die Häuser gelaufen. Und ich kann mich noch daran erinnern, da war eine Frau, die hat jedem eine Riesenpackung Süßigkeiten mitgegeben. So Gummibärchen, diese 400 Gramm Packung. Boah, war das geil, wirklich. Da waren wir immer so dankbar und hatten einen riesigen Sack mit Süßigkeiten voll. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich als Sensenmann verkleidet. Eine Dame hat mich so gefragt, jo, Danny, kommst du auch? Würde mich voll freuen in dem und dem Club. Es war halt eigentlich kein Club, sondern es war wie so eine Art Arena. Arena, sage ich. Es nennt sich so, es ist wie eine riesige Turnhalle, wo halt jetzt so Sportteams gegeneinander antreten, wie Basketball und sonst was. Und das haben sie dann umfunktioniert zu einer Disco. Und da es so riesig ist, war das auch verdammt geil. Da habe ich mir Karten geholt. Ein Kumpel kam noch um die Ecke und meinte, ey Danny, ich gehe da auch hin. Und da hatte ich gleich wen zum Vorglühen. Und da konnte ich dann unabhängig von der Frau mich schon mal abschießen. Da hat er schon mit meiner Krankheit ein bisschen angefangen.
Und ich dachte mir, nein, ich gehe trotzdem hin. Ich lasse mich davon nicht aufhalten. Bei Innos nicht. Ich gehe dahin. So. Und ob nach mir die Sintflut kommt. Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Ist das euer Ernst jetzt? Mein Gott, wirklich? Aber Realismus, ne? Wir sind halt einer vom neuen Lager und halt ein Affenarsch. Naja, gut. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, okay. Und ich habe mir Ibuprofen reingehauen. Und dann noch schön viel Alkohol dazu getrunken, was man nicht tun sollte. Aber mir ging es dann gut, mir ging es echt gut. Also, ich konnte mich nicht beschweren. Ja. Und, warte, ich muss mal kurz schneuzen, es ist so eklig, Moment. Oh. Nur echtes Gameplay mit Nase putzen. Oh. Nee, das werfe ich jetzt nicht weg. So. Ja. Mir ging's gut. Ich bin auf Wolke 7 geflogen, sage ich mal. Die ganzen Krankenpfleger, die mir immer zugucken, die haben schon die Augen verdreht und haben gemeint, Danny, das habe ich jetzt mal überhört. Ja, aber bin ich dann dahin und sie hat mir auch die ganze Zeit geschrieben, so, sie ist schon da. Und ich dann in meinem Sensenmann-Outfit da reingestarkt. Es hat sogar eine Sense dabei. So eine Kapuze, einen Umhang, dann so ein Schal, den du hochmachen könntest. Hast du so ein halbes Totenkopfgesicht. Handschuhe mit so Knochenaufdruck. Und dann halt komplett schwarze Klamotten. Aber trotzdem hier meine New Balance-Schuhe an. Ne? Ja, und ey, ich fand's richtig cool. Ich habe auch so andere coole Klamotten gesehen, beziehungsweise Verkleidungen und Kostüme. Ich finde immer sowas wie, wenn du als Gefangener gehst und so, ey, voll langweilig, ey. Was für eine dumme Scheiße. Wie gruselig. Soll doch irgendwas Gruseliges sein. Gefangener. Also, wenn du jetzt nicht als Jason Voorhees gehst oder Mike Myers, naja. Okay. Und ich habe halt so gemerkt, okay, Alkohol war ein bisschen zu viel. Ich habe wieder prädestiniert für mich Apfelwein getrunken. Und ich bin so ein Apfelweintrinker. Wer das nicht kennt, in Hessen wird das ziemlich viel getrunken. Hat so 7-8%. Man guckt im Osten. Ich wohne ja momentan im Osten und das gibt's im Osten nicht. Die kennen das nicht. Es gibt's nur im Westen. Und guck im Supermarkt, ich finde keinen. Und ich denke mir, wollt ihr mich verarschen? Ich war sogar bei Rewe, um einen zu finden. Die hatten auch keinen, die hatten nur so ein komisches Gesöff, was irgendwie Cider hieß oder so. Und das hatte 2,8%. Ey, damit kann sich nicht mal meine Oma besaufen, nicht mal mein 14-jähriger Cousin. So, der sollte sich sowieso nicht besaufen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Gut, dann haue ich natürlich die Flasche weg. Da gab es natürlich die ganze Zeit noch kurze und was weiß ich. Und wir haben sogar Bierpong mit dieser Flasche gespielt, stimmt. Ja. Und danach habe ich es dann gemerkt und dann stehe ich da auf dieser Feier und denke mir, eigentlich bist du viel zu besoffen jetzt, ne? So. Und merkst du, sie schreibt mir immer und ich bin auch einer, wenn er auf einer Feier ist, ich gucke nicht oft aufs Handy. Ich gucke so alle 2-3 Stunden mal drauf. Vielleicht ist irgendein Kumpel verschütt gegangen. Aber das war's, weil ich will ja die Feier genießen. Und dann schickt sie mir auch die ganze Zeit Bilder, wo sie ist. Und dann meint sie, wir sind ganz vorne bei der Bühne. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, Kumpels, gerade ist eh hier langweilig mit euch und Würstchenparty und euren Freundinnen und was weiß ich. Ich gehe mal vor. Bin vorgegangen, da stand sie wirklich. Und ihr müsst euch vorstellen, das waren alles hübsche Frauen. Ne? Eine war doch die Freundin von meinem Kumpel. Der Kumpel war aber nicht da, weil er wieder rumgemuscht hat. Und stehen da wirklich 4 bildhübsche Frauen. Und ich war natürlich mit einer davon verabredet. Ich bin natürlich überglücklich, der einzige Kerl. Hey, und wie geht's euch so? Und dann war da sogar noch eine dabei, mit der ich mal geschrieben hatte. Und dann hat sie mir das die ganze Zeit vorgehalten. Und ich dachte, ey, das war halt nichts so. Und sie dachte, ja, ich verstehe schon. Ich wollte dich nur ärgern. Und da wusste ich, okay, sie hat Humor.
Das ist schön. Ja, und da hat man da halt so ein bisschen rumgetanzt und so. Aber in Halloween-Outfit. Und das fand ich wirklich, wirklich toll. Und ja, wie gesagt, trotz des Alkohols und trotz der Krankheit und des Ibuprofens war das echt ein schönes Erlebnis. Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ich wollte mir nochmal was holen. Ach so, ja, genau. Das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit gucken und ich hab's nicht gemacht und mir ist es eben eingefallen, als wir zum, ihr seht schon, heute ist nur Besorgungsrunde und Podcast, aber ich will mal wissen, ob er Bögen verkauft. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich hab nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Dann müsst doch Armbrüste haben. Hier, das sind die Waffen, so, die ich zurzeit da habe. Gibt's hier Armbrüste eigentlich? Nein. Aber er hat Einhandwaffen, die besser sind als unsere. Und wir könnten uns mal überlegen, den Orkhammer kriegen wir sowieso, ne? Den Orkhammer finden wir sowieso. Wir haben jetzt irgendwas. Wir haben so eine Axt. Okay. Lohnt sich das? Ist jetzt die Frage. Uns noch eine bessere Nahkampfwaffe zu holen? Eigentlich nicht, oder? Also ich sehe es nicht. Ich sehe nicht den Nutzen davon. Wir haben eine normale Axt. Und wir müssen... Wir haben eh kein Erz mehr. Ach, verdammt, unser ganzes Erz ist ja flöten gegangen. Ich kann schreien. Gut, dann gehen wir jetzt zum Orkfriedhof, Mann. Weil das hat mich immer interessiert. Das habe ich nie nachgeguckt, ob Darion Fernkampfwaffen hat. Ich hatte ihn nie als Händler genutzt in diesem Spiel. Jetzt weiß ich's. Okay. Wow. Ja, und Moral von der Geschichte, womit ich schließen wollte, ich bin den Tag später noch kränker geworden als davor. Also das hat mich komplett rausgehauen, dass ich bis 18 Uhr schlafen musste. Und ich dachte mir dann, jo, aber es hat sich gelohnt. Wirklich. Ich habe so viele coole Leute da kennengelernt und es war so schön, mal wieder zu feiern auf einer Halloween-Party und alles. Ich war lang nicht mehr feiern, wirklich ewig nicht mehr. Seitdem ich arbeite, bin ich auf keine Party mehr gegangen oder sonst was. Vielleicht mal so Geburtstag oder so. Aber Geburtstag ist immer im kleinen Rahmen, wisst ihr? Oder halt mal so von der Arbeit aus so ein Bullshit. Aber das ist ja jetzt auch keine wirkliche Feier. So. Sondern wo du wirklich fremde Menschen kennenlernst, wo eine große Tanzfläche da ist und alles, wisst ihr? Ja. Aber hat mich glücklich gemacht, ist schön. Ja. So, jetzt sind wir gleich beim Orkfriedhof. Wir sind bei 40 Minuten. Heißt, ein bisschen können wir noch machen, da ja lange keine Folge mehr kam. Da habt ihr gleich was zu gucken. Wo ging's denn hier jetzt rüber? Da oben, ne? Da oben war eine Brücke. Ah. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer, dass jetzt so lange keine Folge kam. Wie gesagt... Rio ist ein bisschen nach hinten gegangen. Weil ich wollte halt erst Dragon Age und Silent Hill bringen. Und das war mir halt ein großes, großes Anliegen. Oh, Alter, meine Nase, ne? Ihr hört das bestimmt. Ich höre mich an wie ein Engländer. Warum ist sie immer zu? Vor allem, je mehr Cola ich trinke, desto schlimmer wird's. Ich sollte aufhören damit, weil gerade habe ich einen Schluck genommen. Auf einmal kommt er wieder. Oh, Mann. Ich weiß noch, als ich mal gestreamt habe und so richtig verschnupft und krank war. Es ist schlimm, weil ich liebe es zu reden. Ne? Also, wenn ich mal in diesem Fluss bin, normalerweise bin ich so ein Typ, der hat eine sehr geringe soziale Batterie. Ne? Wer jetzt denkt, ich bin so ein Typ, der sozial die ganze Zeit da rumrennt und sagt, ey, alles Friede, Freude, Eierkuchen, toll. Ich würde mir jederzeit super gern anhören, was ihr alle zu sagen habt. Arschlecken, nee, gar nicht. Also, ich brauche oft Zeit für mich und bin auch jemand, der ganz schnell davon erschöpft ist von anderen Menschen. Ich sag's nur so. Wow. Wow. Ich bin beeindruckt. Geil, oder? Geiler Damage. Ich hab ein Zelt in der Hose. Ja. Aber an manchen Tagen ist auch so, da bin ich ja offener dafür. Und, by the way, niemand kann den Templer da unten retten, weil er nur ein HP hat. Der stirbt immer. Bevor die Axt in meinem Schädel einschlägt, töte ich sie noch.
Ja, soziale Batterie. Ich weiß nicht, wem es auch noch so geht. Aber an manchen Tagen ist auch so, da mag ich das. Da bin ich gerne unter Menschen und mache da Blödsinn und sonst was. Und ich hatte mir auch so überlegt, eigentlich ist es doch eher eine Einstellungssache, oder? Wenn du halt oft so gelebt hast, dass du eher für dich warst. Nee, das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht. Weil früher war ich oft unter Menschen und da habe ich das auch sehr gemocht. Und da war das nicht so. Aber da habe ich trotzdem immer meine Zeit für mich gebraucht. Das war immer so. Die Zeit zum Reflektieren nenne ich das. Weil manchmal brauchst du einfach nur Ruhe. Ich kann auch sehr gut allein sein. Viele Menschen können ja nicht allein sein. Ich kann das sehr gut. Ich liebe das manchmal. Weil dann kann ich so richtig entspannen. Haben wir gerade den Templer getötet? Den hätte ich echt gern getötet. Weil das wären nochmal gute Erfahrungspunkte gewesen. Die Templer sind anscheinend wirklich keine Gegenwehr. Das hat man wahrscheinlich extra so gemacht. Weil, damit das mehr so die Aufgabe des Helden wird, den Ork-Friedhof zu befreien. Weil hätte man hier so viele Templer, die dann wirklich Gegenwehr leisten, hätte man gar nichts mehr zu kämpfen. Schönes Kampfschwert. Ja, die haben die Zweihänder dann immer nicht. So, wir looten nochmal alle Mumien. Da sind nämlich auch durchaus permanente Tränke drin. Und da unten wird Balukor wieder geknechtet. Mich würde auch gerne mal interessieren, wer diesen Schrei gemacht hat, als sie den aufgenommen haben. Das klingt für mich immer wie so eine Alarmglocke. Im Hintergrund hört man nur schreien. Die dumme Sau. So. Wir kommen echt schnell durch. Also Gothic 1, ne, das schnellste, womit ich Gothic 1 mal im Stream, ne, nicht im Stream, im Let's Play abgeschlossen habe, waren 10 Folgen oder so. Den nimmt ihr jetzt auch mit, ne? Wir haben aber noch keine permanenten Tränke. Aber wir haben dafür normale. Davon hatten wir bisher noch sehr wenige. So, okay, die waren immer offen. Heißt, jetzt müssen wir die hier öffnen. Die Schalter beginnen da drüben. Ja. Ja, ja, ja. Ey! Oh, wie ich das hasse. Kommst einmal auf die falsche Taste. Vor allen Dingen, ich find's toll, wie die Ork-Mumien hier rumchillen. Die müssten ja einbalsamiert sein, ne? Sonst wären die nicht noch so gut erhalten, ich sag's mal so. Ich hatte letztens auch so eine Reportage gesehen, dass die Menschen damals gar nicht in der Lage gewesen sind, Pyramiden zu bauen. Oder nicht mit den Mitteln. Weil das ja riesige Steinquader waren und in den Geschichtsbüchern steht ja immer, dass sie die so angehoben haben. Aber dann haben die mal umgerechnet, wie schwer so ein Quader ist und das wäre dann unmöglich gewesen. Und dann haben die versucht, mit AI nachzukreieren, wie die das geschafft haben. Und da waren dann plötzlich wie in Skyrim so Riesen dabei und sowas, die denen geholfen haben. So, und Bauanweisungen gegeben haben. Und jetzt gibt's, also, ja, natürlich, höchstwahrscheinlich war es nicht so. Oder man weiß halt nicht, man war halt nicht da, ne? Ich denke, uns bleiben noch so viele Sachen verborgen, die damals passiert sind. Denkt nur an die Nibelungensage in Deutschland, wo es einfach 800 Jahre gab, wo keine Geschichtsaufzeichnungen stattgefunden haben. Also einfach keiner mehr die Mühe gemacht hat oder es verbrannt wurde.
Und da sind ja erst die ganzen Drachensagen mit Siegfried und Brunhild und hast du nicht gesehen, entstanden. Sehr interessant, finde ich. Da ist ja eigentlich noch ein Schalter. Ja, den haben wir schon betätigt. Ah. Hat man schon, ne? Die hat man noch nicht. Oh. Ring der Erzhaut. Nehme ich natürlich gerne. Flammenschutzring. Den eher weniger gerne. Hier gibt es keine Drachen, nur Feuerwarade. Die dem ungefähr gleich kommen. Oh, ich hab's gerade nicht gesehen. Wir können gleich mal das Endequipment anziehen hier. Loot ich doch schnell alles. Dann nehmen wir auch die Permatränke alle ein. Fand ich auch immer so cool im Schläfertempel. Am Ende kriegt man doch mal so viele starke Permanenttränke um die Ohren gehauen. Nur damit man im Kampf gegen Korkalom gerüstet ist. Amulett der Magie. Amulett der Läuterung. Feuer- und Magieschutz. Perfekt gegen Suchende. Okay, den Ring der Gewandtheit, den brauchen wir nicht. Ring der Stärke auch nicht. Machen wir den Ring der Erzhaut. Hier, Schutz vor Feuer. Schutz vor Feuer und Magie. Stärkebonus 10. Stärkebonus 5. Mana-Bonus 10. Haben wir dafür Zauber? Ring der Lebenskraft wäre ich sinnvoll hier. Feuer und Magie. Ja. Ja, kann man machen. Ein bisschen Schutz vor Magie, warum nicht? Ich wollte noch in einer gucken, nämlich in der. Ich glaube, die hat sich auch geöffnet, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Nee. Okay. Und was haben wir noch an Tränken? Nee, Permanente waren hier nicht dabei, oder? Bin ich gerade blöd? Waren hier nicht immer noch Permanente? Naja, egal. Gehen wir weiter. Bei wie viel sind wir jetzt? 49 Minuten. Und dann konfrontieren wir noch Balukor. Kleine Sau. Der hängt ja auch irgendwo hier unten rum. Jetzt komm, ich speichere lieber noch. So lange nicht gespeichert, Hilfe. Was geht denn hier für ein Gangbang? Das macht am meisten Spaß. Einfach hier stehen. Und einfach so richtig Low-Skill da drauf batzen. Wirklich in letzter Sekunde gekommen. Kor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen drei Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Die Orks krachen wieder komplett durch, oder? Thank you.
Gehen wir erstmal runter. Weil da tut das eben am schwersten. Komm. Komm. Kleines Mäuschen. Komm, komm, komm. Ich finde diese Bogenhaltung, das ist ja die Meisterhaltung, ne? Wenn er so ein bisschen in die Hocke geht, den kackenden Fuchs macht. Herr X wird jetzt bejahend nicken. Das ist die Meisterhaltung. Aber normale Bogenschütze, die stehen ja mal relativ aufrecht. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und ziehen dann auch immer den Pfeil irgendwie bis hier hin und atmen dann irgendwie ein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich bin kein Bogenschütze. Ich würde es gerne mal machen tatsächlich. Das wäre echt so eine Sache, wo ich mir denke, ey, wäre mal eine coole Idee. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Okay. Na, komm. Der Typ, ne? Der, weswegen ich da immer so ein bisschen vorsichtig bin, dass er auch wirklich mitkommt, ist, er fängt einen dann in eine Cutscene ein. Und da kommst du nicht mehr raus. Da kannst du nicht mal mehr Escape drücken. Der Albtraum eines jeden Spielers, wirklich. Keine Ahnung, warum man das so programmiert hat. Ist der absolute Bullshit. Aber passiert immer, sobald man die Pergamentrolle dann nimmt. Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Koranga hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halbzerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Schläfer! Nein! Okay, an der Stelle würde ich sagen, bevor wir dann weiter eindringen in den Ork-Friedhof, dass ich hier einen Cut mache. Und dann sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich im Nachhinein nochmal ausschneuzen und dann werde ich noch eine Folge aufnehmen, wenn er mitkommt. Das meine ich, ne? Er ist zu blöd zum Laufen, dieser Hund. Und natürlich, die Entwickler, die konnten sich's dann nicht nehmen lassen, wenn man ihn rausbuxieren kann, dann noch Löcher in den Boden zu machen und dass man wieder in die nächste Ebene fällt. Damit er erst recht nicht mitkommt. Und das meinte ich mit den Cutscenes. Sie kommen wirklich so oft Warte hier. Mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Na, mach mal, bitte. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. So, okay, da würde ich sagen, lasst gerne wieder ordentlich Likes und Kommentare da. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht runterziehen. Tschüss.